Schmerz, aber vor allem auch Trost und Hoffnung erklingen im Haus der Kirchenmusik in Eichstätt. Die 40 Sängerinnen und Sänger des Domchors proben gerade für ihr großes Konzert. In der österlichen Bußzeit bringen sie das deutsche Requiem von Johannes Brahms zur Aufführung. Domkapellmeister Manfred Feig hat das Stück für Chor und Orchester bewusst ausgewählt, auch wenn es keinen direkten liturgischen Bezug zu Ostern hat. Brahms hat aus verschiedenen Büchern der Bibel Stellen herausgesucht und zusammengestellt. Und es thematisiert jetzt auch nicht den oder die Verstorbenen, sondern es geht um die Hinterbliebenen. Also das ganze Stück ist eigentlich durchflutet von Trost und Seligkeit und ganz aufs Jetzt gerichtet. Auch wenn natürlich die andere Ebene nicht ausgespart bleiben kann. Es geht auch um den Sieg des Lebens über den Tod. Seit mehreren Monaten probt der Domchor einmal in der Woche. Bei der Aufführung kommen in der Kammermusikfassung von Joachim Linkelmann noch Streich- und Blasinstrumente sowie Pauken dazu. Auch eine Solistin und ein Solist sind mit dabei. Das Stück ist mit seinen 7 Sätzen äußerst anspruchsvoll, mit nur wenigen Pausen für den Chor. Schon allein unterstützt durch die reiche Harmonik der Komposition ergibt sich ein dichtes Geflecht an dynamischen Schattierungen. Dann sehr wichtig der Text, die Vokalbehandlung, die uns wiederum den Klang liefern, ja, die Vokale als Träger des Klangs, das ist uns wichtig. Und dann möchten wir auch in den Fugen versuchen, dass es durchsichtig bleibt. Nach der langen Corona-Pause ist es das erste große Domkonzert ohne Einschränkungen. Die Sängerinnen und Sänger finden das Stück herausfordernd, freuen sich aber schon, es zu präsentieren. Es hat was von Hochleistungssport. Ja. Das ist schon was Besonderes dann auch, dadurch, dass dann auch so ein Orchester da ist. Es ist ein romantisches Stück, es hat schon Power. Ja. Aber dann trotzdem das Pianissimo und das macht es halt anstrengend und aber auch schön dann letzten Endes, weil es doch fordert. Es sind Töne dabei, die ich davor noch nie gesungen habe, die sehr, also Brahms reizt es ziemlich aus, den Ambitus auf jeden Fall. Und trotzdem macht es total viel Spaß und es sind echt so Gänsehautmomente dabei. Es ist herausfordernd, gerade im Sopran haben wir sehr hohe Sachen zu singen. Man braucht viel Kraft, also es ist stimmlich etwas, wo wir uns alle entwickeln im Chor. Das ist dann natürlich schon nochmal die Krönung für das ganze Proben, weil ich meine, da geht natürlich jetzt schon, wir haben jetzt schon seit mehreren Monaten natürlich daran geprobt und proben natürlich jetzt auch noch eine gewisse Zeit daran und dann ist es einfach nochmal so das Tüpfelchen auf dem i. Ein paar Wochen später ist es dann endlich soweit. Zusammen mit dem Georgischen Kammerorchester aus Ingolstadt überzeugt der Domchor mit seiner Darbietung in der Eichstätter Schutzengelkirche. Den Solopart übernehmen Agnes Preis im Sopran und Karl Rumstadt im Bariton. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sind begeistert. Mir hat sehr gut gefallen, wie das Alte und das Neue Testament in dieser Musik wiedergespiegelt wurden, wo auch ein bisschen die Geschichte Jesu bis hin zum Tod, Offenbarung wiedergegeben wurde. Also es war ganz fantastisch. Für mich war es besonders nach dieser langen Corona-Zeit jetzt einfach mal wieder ganz normal in ein Konzert zu gehen. Ich fand das Konzert großartig, sehr berührend und mit allen Stimmungsschwankungen, die man, glaube ich, angesichts des Todes überhaupt haben kann. Mit der Aufführung des deutschen Requiems demonstriert die Eichstätter Kirchenmusik, dass sie nicht nur in der Liturgie Menschen musikalisch erreichen kann. Weitere Konzerte abseits des Kirchenkanons sind geplant.